Seitdem ich denken kann, habe ich ein Problem mit Konzentrationsstörung. Es ist so komisch, in diesem Zustand zu sein. Innere Unruhe steht bei mir an der Tagesordnung. Eigentlich ist jetzt Ruhephase und ich sollte entspannen, ich kann aber nicht. Und noch viele weitere Probleme wie Energielosigkeit, Schlafstörung, depressive Phasen, Schwindel, Migräne. Meditation soll bei all den Dingen helfen und noch viel mehr. Ein Grund dafür ist die Kontrolle der Herzfrequenz. Aber wenn es doch so einfach ist, warum macht das nicht jeder? Genau aus diesem Grund habe ich meditiert. Jeden Tag und das Ganze für über 4 Monate. Und ich konnte nicht glauben, wie sehr das mein Leben verändern würde. Absoluter Cheatcode. Und ich habe wirklich lange darunter gelitten und jetzt kann ich das. Und in diesen Flow zu kommen, ist es sogar einfacher als gedacht. Mit Schritt Nummer 1. Der erste Schritt ist die Auswahl der Umgebung. Eine bequeme Liege- oder Sitzposition und die Atmung. Eine beliebte Position ist der Schneidersitz. Und hierbei sollte man darauf achten, einen geraden Rücken beizubehalten. Und um das zu vereinfachen, kann man zum Beispiel ein Handtuch einsetzen. Für den Anfang die Hände einfach locker in den Schoß fallen lassen und das Kinn leicht zur Brust ziehen, sodass sich die Wirbelsäule verlängert. Mit geschlossenen Augen atmen wir jetzt durch die Nase ein und langsamer aus dem Mund wieder aus. Ich wurde gerade sehr unsanft geweckt und habe richtig miese Laune. Deswegen, Meditation würde wahrscheinlich jetzt sehr gut tun, weil ich auch merke, ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen und bin voll langsam. Oh, das hat geballert. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, ist, dass ich mich jetzt wacher fühle. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schneller sprechen kann, also dass ich weniger Konzentrationsstörung habe. Und ich habe das schon wieder völlig vergessen, dass ich aus dem Schlaf gerissen worden bin. Ein Grund, warum Menschen an Meditation scheitern, ist der Irrglaube, dass es direkt beim ersten Mal funktioniert. Meditation ist wie Kraftsport. Am Anfang sieht man nicht viel, aber mit jedem Training und mit jedem Mal wird man immer besser und besser, bis man sich irgendwann anders fühlt oder vielleicht auch außergewöhnliche Erlebnisse in seinem Körper spürt. Die nächste Meditation steht an, die brauche ich auch jetzt. Training ist durch, ich habe Oberkörper gefetzt und ich habe vielfältige Gedanken. Ich habe irgendwie nicht so gute Laune, obwohl ich das eigentlich immer habe nach dem Training, aber jetzt wird sich erstmal schön hier die Wassermassage gefetzt und dann mal gucken, ob mir das für den weiteren Tag hilft. Denk an heute Morgen hat es auch geholfen, also wird es jetzt auch helfen. Also ich bin absolut tiefenentspannt. Jetzt ist es so befremdlich, wie ich drauf war vor der Meditation gerade, dass ich daran gezweifelt habe, weil jetzt ist es so, jetzt ist es komplett egal. Das ist so, als wenn jemand einem Energie schenkt, sowohl mental wie auch physisch. Keine Gedanken, die mir durch den Kopf rasen und die mich irgendwie einnehmen oder so. Durch die Auswahl der Umgebung tun wir uns bewusst aus unserer Komfortzone rausbringen. Diese hat sowohl mental Einfluss wie auch physisch auf unseren Körper. Diese Liege- oder Sitzposition bringt uns in einen geordneteren Zustand, um auch neue Eindrücke zuzulassen. Ich hatte gerade die definitiv stärkste Meditation in dem gesamten Experiment. Diese Aussicht, diese Atmosphäre, ich habe das einfach mal alles auf mich wirken lassen und das hat so reingeknallt. Es ist wirklich kalt, wir haben es 2 Grad. Habe ich irgendwann in der Meditation so eine Wärme gespürt? Das kann man nicht beschreiben, wie Meditation ist, bis man das einmal selber ausprobiert hat über eine gewisse Zeitspanne. Ob ich außergewöhnliche Orte für eine Meditation empfehlen kann? Yep. Und mit den verschiedenen Atemtechniken kann man seinen Körper immer wieder neu beeinflussen. Ein Faktor dabei ist der Sauerstoffgehalt im Blut und die Herzfrequenz. Zum Beispiel in stressigen Situationen ist unsere Herzfrequenz erhöht, weil der Körper auf irgendwas nicht klarkommt oder sich einfach vor etwas wappnet. Aber manchmal sind das so banale Situationen, wo wir das eigentlich gar nicht brauchen, diesen Urinstinkt von unserem Körper oder einfach die Verwirrtheit von unserem
unserem Gehirn der Situation gegenüber. Und durch die Atemregulierung erlangen wir die Kontrolle zurück und nicht mehr die Situation hat uns unter Kontrolle, die vielleicht gar nicht so stressig ist, wie unser Körper denkt, wie sie ist. Beispielsweise wird genau das bei Panikattacken angewandt, um aus dieser Situation so schnell wie es geht wieder rauszukommen. Und ich lerne schnell diese Technik auch außerhalb der Meditation, um sie im Alltag anwenden zu können. Ich fühle mich irgendwie komisch, das aufgenommen zu haben, aber die Kamera war gerade am richtigen Ort und ich musste nur noch auf Record drücken. Ja, ich hänge gerade so in einem Projekt von einem Kunden. Es ist schwierig in der Kommunikation gewesen und ich habe die übelste Panikattacke bekommen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das Problem jetzt lösen soll. Und das auch noch auf einer anderen Sprache. Ich dann eine Panikattacke bekommen habe, wo ich dann gemerkt habe, dass mein Kopf angefangen hat zu kribbeln und meine Beine taub wurden, was zwei unterschiedliche Gefühle sind. Mir extrem heiß wurde, Schweißausbruch am Start war, dass ich Jacke aufgemacht habe, dank der Atemübung, ging es mir sehr schnell sehr gut. Wir haben es gerade 23.26 Uhr auf einem Samstagabend und ich habe gerade zwei Kundenprojekte fertig geschnitten und abgeschickt. Obwohl ich heute Schwierigkeiten mit Konzentration hatte, habe ich mich gerade hingepflanzt, meditiert, diesmal auch 15 Minuten und ich habe auf einmal kreativen Fluss gehabt, Fokus. Meditation ist wirklich ein absoluter Cheatcode. Das hätte ich vorher nie geschafft. Nie. Ist auch noch nie vorgekommen. Normalerweise würde ich jetzt mit meiner Freundin drüben sitzen und Netflix schauen und jetzt gehe ich auch rüber und schaue Netflix, aber ich bin fertig mit der Arbeit fürs Wochenende. Sag ehrlich, sehe ich entspannt aus? Ich bin todesentspannt. Ich komme gerade frisch vom Training. Hab dort natürlich auch zum Schluss meditiert. Diesmal 20 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gut geschlafen. Ich hatte extrem viel Kraft. Ich habe mich überall gesteigert, obwohl ich auch nebenbei am Fasten bin. Und diese 20 Minuten extra Meditation auf der Massage, was dieses Mal anders war, ich habe mich wirklich mehr auf die Atmung konzentriert. Bin in einen solchen Zen-Modus reingekommen, dass mein Gesicht angefangen hat zu kribbeln. Das hatte ich beim ersten Mal in Meditation. Mein Gesicht hat angefangen zu kribbeln. Ich habe es an den Ohren gemerkt, dann die Lippen auf einmal richtig stark. Dann ging es über den Oberkörper weiter bis zu den Armen. Ich dachte wirklich, ich bin verrückt und habe meinen Arzt gefragt, was das ist. Und er meinte auch, ey, du hast den absolut entspanntesten Modus ever erreicht. Also ich hatte das heute schon wieder. Und jetzt wird Gas gegeben. Ich schaffe es nicht immer voll und ganz abzuschalten, so wie jetzt gerade. Heute Meditation hat schon gut funktioniert, aber ich habe gemerkt, okay, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Gerade fühle ich mich wirklich nicht gut. Es ist abends und eigentlich ist jetzt Ruhephase und ich sollte entspannen. Ich kann aber nicht. Deswegen gibt es noch eine weitere Art der Meditation. Das ist eine Akupressurmatte bzw. das Kopfkissen. Und ich werde jetzt auf diesem Nagelbrett quasi meditieren. Auf einmal ist da Stille, generell Ruhe, Ordnung im Kopf. Die Akupressurmatte, und ich meine, die kostet 15, 20 Euro. Da gibt es auch so High-End-Modelle, die dann so im 50 bis 100 Euro Rahmen liegen. Da ist halt die Verarbeitung besser oder die Spikes sind halt anders, vielleicht länger, vielleicht dünner. Das ist eine sehr schwierige Art von Meditation, weil Schmerz am Anfang unfassbar. Aber wenn man sich dann auf diesen Schmerz einlässt, tut dieser Schmerz einen entspannen. Es ist schwierig zu erklären, man probiert es einfach mal selbst aus. Und glaub mir, ich war am Anfang echt super skeptisch, weil ich konnte mir selber nicht vorstellen, wie kann mich eine Matte mit Spitzen denn entspannen. Ja, und dann habe ich mir diese hier für, ich glaube, 15 Euro oder so gezogen von Amazon. Seitdem jeden Tag mindestens einmal. Das ist eine Investition, die ist auf jeden Fall wert. Gerade wenn man, wie ich, von der Krankenkasse keinen Zuschuss bekommt für Akupunktur oder orthopädische Behandlung bei härterem Nacken durch Migräne. In der Meditation geht es hauptsächlich darum, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, also dem Hier und Jetzt,
um dadurch den Geist zu beruhigen. Natürlich in der Praxis werden wir dann überhäuft von unseren Gedanken. Und das ist auch wirklich Sinn der Sache, denn wir sollen lernen, mit den Gedanken umzugehen, sie kommen zu lassen, aber auch wieder gehen zu lassen. Der Gedanke dahinter ist, dass man kein Urteil fällt, sondern einfach die Situation beobachtet und dadurch aufmerksam wird auf das, was wir denken und fühlen. Dadurch bringen wir unsere Konzentration immer wieder zurück auf die Atmung und auf uns selber. Dieser ganze Vorgang soll dazu beitragen, dass unsere Gedanken besser geordnet sind. Dadurch werden wir emotional ausgelassener und weniger stressempfindlich. Wenn du jetzt tief durch die Nase einatmest, erhöhen wir so den Sauerstoffgehalt im Blut. Durch diese tiefe Nasenatmung nehmen wir Sauerstoff auch viel effizienter auf, da unsere Nase auch gleichzeitig wie ein Filter fungiert und so auch weniger schadstoffreiche Luft eingeatmet wird, egal wo wir sind. Gleichzeitig regulieren wir mit der langsamen Ausatmung durch den Mund unseren Kohlendioxidgehalt im Blut. Der Schlüsselakteur in diesem Prozess ist der Parasympathikus. Dieser ist ein Teil unseres autonomen Nervensystems, das völlig von alleine fungiert, egal was wir machen. Im Gegensatz zum Sympathikus, der dafür verantwortlich ist, für den Fight-or-Flight-Modus, also den Flucht- oder dem Kampfmodus, bringt der Parasympathikus uns in einem ruhigeren und erholteren Zustand. Es ist so komisch, in diesem Zustand zu sein. Wir haben 21.16 Uhr und mal sehen, wie lange es braucht, bis ich mich durch Atemtechnik wieder aus der Konzentrationsstörung rausholen kann. Update, 21.32 Uhr und ich habe gemerkt, dass ich mit Atemtechnik alleine nicht weit komme. Ich fühle mich definitiv besser, aber da ich immer noch lichtempfindlich bin, hat das wahrscheinlich doch eher was mit dem Nervensystem zu tun, anstatt dass ich einfach nur falsch geatmet habe oder wenig zur Ruhe gekommen bin. Und deswegen nehme ich jetzt Vitamin B1. Aber schon verrückt, dass Meditation alleine mir sowas zeigen kann. Das ist völlig wahnsinnig. Ich habe mich heute Morgen auch nicht so gut gefühlt. Ich hatte Probleme mit dem Atmen beim Training, das ist mir aufgefallen. Energietechnisch war auch irgendwie wie so eine Sinuskurve, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich war nicht der Beste in Schule. Aber ich habe es dann geschafft, durch Atemübungen und Meditation, während ich im Gym bin, während ich die ganzen Sachen am Machen bin, wie es besser und besser wurde. Ich habe immer, wenn ich das bemerkt habe, gleichzeitig bemerkt, dass ich meine Atmung wieder verkackt habe. Und dann natürlich mich wieder daran erinnert und wieder die Atmung durchgezogen. Und es wurde sofort besser. Ich habe auch mittlerweile angefangen zu summen, während ich innerlich meditiere. Hier laufen auch Nervenbahnen entlang und das ist eigentlich eine ganz einfache Tradition. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aufgefasst habe, damals aus Ägypten oder auf jeden Fall weit vor unserer Zeit haben das schon Leute als Technik angewandt, um ja, sich runterzubringen, das Nervensystem neu zu starten. Natürlich das Ganze auch in Kombination mit Atemtechnik. I mean, diese Informationen sind schon so lange da. Warum macht das keiner? Und ich habe wirklich lange darunter gelitten und jetzt kann ich das kontrollieren. Es ist verrückt. Ich bin gerade fertig geworden hier im AI bei diesem wunderschönen Ambiente mit der Meditation und mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht mehr den Gedanken, boah, ich habe jetzt keinen Bock zu meditieren. Das ist Routine geworden und ich fühle mich so unfassbar ruhig. Das habe ich noch nie in meinem Leben so gespürt. Ich will mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich nicht meditiert hätte. Und heute, am 17. Januar 2024, kann ich definitiv sagen, dass sich mein ganzes Leben verändert hat. Und das ist nicht weit hergeholt. Mir ist auch bewusst geworden, Social Media hat mich über so viele Jahre gestresst. Der Alltag hat mich über so viele Jahre gestresst. Und diese Probleme hat jeder von uns. Das Problem, weniger Erholung zu bekommen, aber dem gleichen Stress ausgesetzt zu sein. Und bemerkt zu haben, dass ich mit diesem Stress über die letzten Jahre nicht gut umgehen konnte, weil ich nicht wusste, wie, war klar, dass mich das früher oder später irgendwann brechen würde. Und 2024 fühlt sich jetzt schon komplett anders an. Es ist, als habe ich ein neues Leben bekommen, irgendwie auch einen neuen Körper. Ich bin ruhig. Ich bin gelassen, ich bin geordnet und klar habe ich zwischendurch immer noch diese stressigen Phasen, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umzugehen habe und wie ich mich selbst auch vor all dem schützen und heilen kann. Und ich erinnere mich gerne zurück an die Zeit, wo ich wegen Erziehungsmaßnahmen
in Japan in den Tempel geschickt worden bin für einen Monat und dort mich selber finden sollte. Ich muss mir diesen Fehler eingestehen, es ist schade, dass ich das damals nicht genutzt habe. Weil ich denke, ich wäre jetzt schon ganz woanders, wenn ich das, was ich dort gelernt hätte und habe, heute anwenden können im Erwachsenenalter. Was ich seitdem noch bemerkt habe, ist, dass ich in der Zeit nur 2 Migräneattacken bekommen habe. Dass ich meinen Körper und meinen Geist besser kennengelernt habe. Dass ich auch mit meinem Umfeld viel besser umgehen kann. Und dass ich nicht mehr gesteuert werde von Emotionen, sondern das selber ausbalancieren kann und selber entscheiden kann, wie ich gerade drauf sein möchte. Dazu musste ich mir natürlich auch eingestehen, dass ich sehr viele Fehler begangen habe. Und das ist mir bewusst geworden. Ich dachte auch immer, Meditation ist irgend so ein Guru-Hexenzeug, wo man irgendwie mit Heilsteinen und sowas arbeiten muss. Aber Meditation ist wie vieles im Leben unfassbar vielschichtig. Die meisten Menschen in meinem Umfeld haben mir sogar berichtet, dass ich ein besserer Mensch geworden bin, weil ich jetzt auch einfacher mit Dingen umgehen kann. Und da ich jetzt schon damit mein Umfeld beeinflussen konnte, wird definitiv auch eins der nächsten Videos sein, eine Meditationseinführung, dass jeder von euch das mal auf meine Art und Weise probieren kann und vielleicht mal abschalten kann oder vielleicht was Neues dazu lernt. Also stay tuned. Das wird auch definitiv nicht das letzte Meditationsvideo sein, weil das Thema einfach so umfangreich ist und es noch so viel zu entdecken gibt. Und da möchte ich euch gerne auf diese Reise mitnehmen. Also lasst mir gerne auch eure Tipps und Tricks und Anregungen in den Kommentaren da, dass du nicht das erleben musst, was ich über die letzten Jahre erleben musste. Und dass alle sich anpassen können in dieser stressigen, turbulenten heutigen Zeit. Es ist quasi deine Entscheidung. Hat mir aber auch gezeigt, dass ich noch super viele Dinge auf meinem Weg noch vor mir habe, die ich zu lösen habe, wofür ich selbst verantwortlich bin. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da und begleite mich in eine bessere Zukunft, wo wir gesünder leben, besser leben, glücklicher sind, besser performen können und insgesamt einfach das Leben genießen können. Und gerne auch ein Like, falls dir das in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat oder vielleicht mal deine Sicht irgendwie zu irgendeinem Punkt verändert hat. Und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon zum nächsten Selbstexperiment wieder. Bis dahin, mach's gut, hau rein!